Seilbahn, 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 Seilbahn. Ich lebe! Jetzt! Was morgen ist, weiß ich nicht. Von Löwen und Tiger brauchst du dir nicht fürchten. Aber vor einem Menschen musst du dich fürchten. Wir haben nur mehr ausländische Geschäfte und sonst gar nichts. Adi Jose, Harry Jodl. Hi, Lidl. Einer ist fahrig. Was ist das schon? Der Kaffee wird dich durchreißen. Da habe ich das Klo wieder weg, gell? Willkommen bei der 1000. Ausgabe von Am Schauplatz. Ich darf heute als Zeitzeuge auftreten, der von Anfang an miterlebt hat, was alles an Erfreulichem und gelegentlich Unerfreulichem rund um die Sendung passiert ist. 1995 wollten wir ein Kontrastprogramm zu den damals schon immer hektischer werdenden Reportagen entwickeln. Menschen, die sonst weniger zu Wort kommen, reden lassen, möglichst unverfälschte Lebensrealitäten zeigen. 2 Jahre haben wir dem Programm damals gegeben. Mittlerweile stehen wir im 28. Jahr, auch dank mittlerweile 2 Generationen hervorragender Reporterinnen und Reporter. Aber ich verplaudere mich. Starten wir lieber unsere Reise zu einigen der eindrücklichsten Am Schauplatz-Episoden aus knapp 3 Jahrzehnten. Wir sind durch ganz Österreich gefahren, um herauszufinden, was sich seit der Ausstrahlung der Reportagen getan hat. Und eine, die mit mehr als 1 Million Zuschauerinnen und Zuschauern als meistgesehene in unsere Geschichte eingegangen ist, hat Ed Moschitz in Ischgl gedreht. Das Ergebnis war eigentlich ein Zufallsprodukt, denn eigentlich sollte der Film vom Aufwand handeln, der dort betrieben wird, um Touristen anzulocken. Drehbeginn war Anfang 2020 und ein paar Wochen später war Ischgl als der Corona-Hotspot weltweit in den Nachrichten. Und Ed Moschitz hatte die Bilder dazu und konnte analysieren, wie man dort mit der Pandemie umgegangen ist. Für die heutige Sendung ist er noch einmal nach Tirol gereist. In Ischgl ist man mit einer neuen Therme für stattliche 75 Millionen Euro um sanften Wintertourismus bemüht. Hier urlaubt auch nach Corona die gehobene Mittelschicht, die eine längere Anreise gerne in Kauf nimmt. Und Sie kommen mit dem Flugzeug hierher, oder? Nein, mit dem Auto. Ja. Wir sind von Maastricht, Niederlande. Das ist für uns 6-7 Stunden sind wir hier. Woher kommen Sie? Von Belgien. Aus Belgien? Aus Belgien. Das ist eine weite Reise hierher. Wow, 800 Kilometer. Der Skibetrieb floriert wieder. Mit Schrecken erinnert man sich an den März 2020, als Ischgl zum Sperrgebiet wurde und mich infizierte Ischgl-Heimkehrer aus ganz Europa kontaktierten. Ich war vom 5. bis zum 8. März in Ischgl. Wenn sie die Getränke bringen, haben die halt eine Trillerpfeife um und pfeifen dann die ganze Zeit, bis sie an den Tisch angekommen sind. Natürlich kommt da Speichel raus und die Bakterien werden ja quasi einmal im ganzen Lokal verteilt. In dieser Après-Ski-Bar gab es erste Corona-Fälle. Der Chef Bernhard Zangerl verteidigte sich damals aus dem Lockdown. Wir haben darauf vertraut, dass uns die Behörden, so wie sie uns mittlerweile ja fast alles vorschreiben, haben wir auch darauf vertraut, dass die Lage wahrscheinlich eher richtig einschätzen können, wie wir als Wirt. Und wir sind ja keine Profis in dem Gebiet. Ich habe mit Viren grundsätzlich davor, außer mal der Grippe, nicht viel zu tun gehabt. Leere Hotels und geschlossene Betriebe. Man bangte um staatliche Förderungen. Die Stimmung war angespannt. Grüß Gott. Sie sind der Herr von der Dannen, oder? Sind Sie nicht der Chef vom Tourismusverband? Seid Sie mir verfolgt, denn? Ja, wir sind vom Österreichischen Rundfunk. Ja. Was macht's denn da? Wir machen eine Sendung für die Redaktion am Schauplatz. Ja. Und was dreht sich für einen Scheiß? Den Heini noch ein bisschen drauf. Und die Pfeife hier. Bringen wir auch noch drauf ein bisschen. Jetzt bleibt da stehen. Lassen Sie das gut sein, lassen Sie das wirklich gut sein, lassen Sie das echt gut sein. Bitte hören Sie auf damit. Sie können filmen, können Sie schon, aber greifen Sie uns bitte nicht an. Ein wenig Hartnäckigkeit war nötig, bis der Cheftouristiker und sein Pressesprecher mit uns sprachen. Es tut uns um jeden einzelnen leid, was passiert ist. Wir können es im Nachhinein nicht mehr ändern. Aber uns dafür schuldig zu machen, ist, glaube ich, der falsche Weg. Fast die Hälfte der Bevölkerung in Ischgl wurden auch infiziert. Und ich glaube, jetzt muss man auch einmal noch vorschauen. 2 Jahre später. Andreas Steibel, der damalige Pressesprecher, hat sich mit dem Tourismusverein überworfen und wurde gekündigt. Heute pachtet er ein Hotel. Nicht ganz freiwillig, wie man in der Branche munkelt.
Betty Moni, meine gute Seele, meine gute Seelen, alle beiden. Bin ich froh, dass ich die zwei habe, die mich natürlich da unterstützen. Herr Stäubl, mit Verlaub, man merkt, dass Sie ein guter PR-Fachmann sind. habe ich auch lang genug gemacht. Ne? Sie wissen, wie man sich verkauft. Also ich glaube, das gehört dazu, aber es ist immer etwas, wie weit ist es identisch? Und ich glaube, da muss ich mich nicht verstellen, gerade was die Ischgl betrifft und jetzt sogar einen eigenen Betrieb in Ischgl. Also da ist ja ein Wunsch auch in Erfüllung gegangen. Da gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr zum Diskutieren. In schwierigen Zeiten halten die Ischgler zusammen, der Krise zum Trotz. Bernhard Sangerl hat seine Bekanntheit genutzt und ist in die Gemeindepolitik gegangen. Dort halten er und andere Jungunternehmer nun sogar die absolute Mehrheit, erzählt er mir. Seilbahn, Gemeinde und Tourismusverband, das ist ein Rad. Und wenn das funktioniert, dann funktioniert es auch für die Einheimischen. Und das ist jetzt nicht so, dass man Sand ins Getriebe geben möchte und schauen, dass jetzt da alles umgebaut wird. Man möchte zusammenarbeiten. Der Ischgler Bürgermeister wollte nach meiner ersten Ischgl-Sendung nicht mehr mit mir reden. 2 Jahre davor war ich noch zum Gemeinderat geladen und die Mandatare haben bereitwillig geantwortet, als ich nach dem Dienstgeber fragte, bei dem die Mehrheit der Gemeinderäte beschäftigt war. Seilbahn? Bei der Seilbahn. Ja, bei der Seilbahn. Ich bin auch bei der Seilbahn. Vorstand? Bei der Seilbahn, ich bin Vorstand. Millionenschwere Investments in Seilbahnen garantieren bis heute ein gelungenes Ischgl-Skierlebnis. Was hat sich wirklich verändert in Ischgl? Die Preise. Und sonst? Aber auch das ist so egal. Wie viel zahlt ihr denn für eine Nacht? Ich glaube 600 ein Doppelzimmer. Ist auch ganz schön, nicht? Ja. Ist schön, ja, genau. Schön. Aber Essen ist gut. Und genau dann die 600 verbrennen wir auch am Tag nochmal. She was a girl, right? 1200 Euro für jeden einzelnen Tag. Discounturlaub ist das keiner. Der Umgang mit dem Corona-Ausbruch Anfang 2020 dürfte also keine allzu großen Imageschäden am Party-Mekka Ischgl hinterlassen haben. Mein Eindruck, die Hotels sind gut gebucht. Uns hat man damals jedenfalls vorgeworfen, dass wir die Tourismushochburg ungerecht behandeln. Gelegentlich haben also nicht alle eine Freude mit unserer Berichterstattung. So haben nicht ganz unwichtige Kräfte in Tirol versucht, die Ausstrahlung von Ed Moschits Reportage über Ischgl im Frühjahr 2020 zu verhindern. Aber der ORF hat sich für den Journalismus entschieden und Ed Moschits hat dafür eine Romy und den renommierten Klaus Gatterer Journalistenpreis bekommen. Viele Impulse für unsere Berichterstattung kommen von Betroffenen eines angeblichen Missstandes. Man möge doch einmal bei ihnen vorbeischauen und dokumentieren, wie es zugeht, wenn etwa der Massentourismus über eine Gemeinde hereinbricht und die Einheimischen, anders als in Ischgl, unglücklich damit sind. Und so hat sich Julia Kovarik mit Hallstatt auseinandergesetzt. Sommer 2018. Täglich kommen bis zu 10.000 Touristen nach Hallstatt, vor allem aus China. Und Sie sehen das Schiff rüberkommen, da glauben Sie fast, es geht unter. So viele Leute sind drauf. Die meisten bleiben nur 1 bis 2 Stunden. Zeit genug, um es sich mit den Einheimischen gehörig zu verscherzen. Sie rennen praktisch in den Ort rein. Dann wird fotografiert. Alles, was nur zum Fotografieren ist, die nehmen da sogar das Kind aus der Hand. Also die kennen da nichts. Hauptsache, die haben ein scheiß Foto. Von diesem Straßenstück aus kann man die Postkartenansicht von Hallstatt aufnehmen. Viele kommen nur für dieses eine Foto. Herr Zimmermann und seine Frau wohnen hier. Bei den meisten reicht einfach das Wort Sorry. Das Sorry, das hängt uns bei den Ohren heraus. Ich kann es nicht mehr hören, das Sorry. Weil da wie, ja, Sie merken es, wenn ich drüber rede, über Sorry, bin ich eigentlich schon unruhig. Ich hasse das, was das mit mir macht. Weil ich bin nämlich wirklich also sowas von überhaupt nicht rassistisch oder feindlich oder irgendwas. Und ich merke aber, dass es jetzt teilweise wert. Nach Hallstättern muss man in Hallstatt mittlerweile suchen. In einem privaten Gebetskreis werden wir fündig. Hallstatt war eine Perle. Eine Perle am See. Es ist erschreckend, aber oft ist kein Platz für die Einheimischen mehr da. Die Männer treffen sich bei der Tankstelle, gleich bei der Ortseinfahrt. Halt die Monika.
In die größeren Gasthöfe ist immer so, dass man einfach sagt, ich brauche den Tisch für 10 Asiaten. Weil sind wir lieber als wie 4, die beim Bier dahin sumpern und eigentlich vom Umsatz her weniger bringen. Bürgermeister Alexander Scheutz freut sich über die asiatischen Gäste. Denn vor dem Ansturm aus China war Hallstatts Gemeindekasse immer leer. Die Gäste fahren, die nächsten kommen, die ziehen oft den Koffer durch den halben Ort und lächeln auch noch. Also das, von der Art der Menschen her sind sie sehr freundlich und sehr nett. Herr Derbel, ORF am Schauplatz. Ich habe gesagt, ich brauche einmal jemanden, der was sich auch gefreut, dass Touristen da sind. Nicht? Mein Freund, der Bürgermeister. Okay, aber Sie sind sich einig, dass das gut ist für den Ort? Selbstverständlich, weil es bringt auch viel Geld. Es ist aber ein gewisser Neidfaktor dabei manchmal. Weil Neid muss man sich erarbeiten. Anerkennen kann man sich ja kaufen. Vom Besucherrekord 2019 geht es 2020 direkt in den Corona-Lockdown. Gastronomie und Hotels sind geschlossen. Kein einziger Tourist ist im Ort. Es ist jetzt mein Trostpflaster, diese Ruhe. Trostpflaster für die letzten Jahre, wo es einfach wahnsinnig laut hier war. Und es ist eigentlich eine ganz nette Stimmung momentan im Ort. Ganz anders sehen das die Touristikbetriebe und der Herr Bürgermeister. Da macht man sich schon größte Sorgen und da kann man nicht fröhlich sein oder glücklich sein oder zufrieden sein oder die Ruhe genießen. Das ist eine teuflische Ruhe für uns, die wollen wir absolut nicht haben. Hallstatt vor 3 Monaten. Corona ist vergessen. Der Ort wieder voller Touristen, voller neuer Touristen. Es sind sehr, sehr viele Gäste aus Malaysia, aus Indonesien, aus Südkorea, Thailand zum Beispiel da und natürlich auch aus Indien und heuer erstmal sehr massiv die Gäste aus dem arabischen Raum. Sind die anders, die Gäste aus dem arabischen Raum? Da hat am Anfang ein paar Schwierigkeiten gegeben und zwar, ich glaube, das ist kulturell bedingt. Sie haben manchmal eine etwas rüdere Art. Das hat sich eigentlich jetzt dann verhältnismäßig schnell gebessert. Nur Chinesen sind keine da, denn die dürfen nach wie vor nicht reisen. Manch ein Einheimischer sehnt sich nach den Gästen von früher. Der Chinese hat sich halt entschuldigt, wenn irgendwas eine Übertretung war oder man hat ihn darauf aufmerksam gemacht. Die aus dem arabischen Raum oder auch die Inder, die sind eher so, dass sie noch frech werden. Nach der Pandemie setzt Hallstatt wie zuvor auf Massentourismus. Jene, die auf ein Umdenken gehofft haben, sind enttäuscht. Irgendwie bin ich wütend, dass man eigentlich die Chance nicht genutzt hat, dass man in der Zeit quasi den Reset-Knopf drückt. Es wird wieder ein Hotel gebaut. Und für uns Einheimische passiert eigentlich nichts. Wir haben nach wie vor keinen Lebensmittelhandel im Ort. Also wir sind eigentlich in Hallstatt Menschen zweiter Klasse. Im Dezember wird bekannt, dass Chinesen wieder reisen dürfen. Da klingt dann auch der Bürgermeister ein wenig panisch. Es ist ein Maß, das nicht mehr erträglich ist. Und da muss uns auch die Region helfen, da muss uns die BH helfen, die Polizei helfen dann auch, wenn das Verkehrsaufkommen nur mehr wird, da braucht man Leute vor Ort. Die Verschnaufpause, die so mancher hier während der Lockdowns gespürt hat, ist also endgültig vorbei. Einerseits freut man sich wieder auf die Gäste, doch der Mangel an Konzepten für einen bevölkerungsfreundlicheren Tourismus lässt viele hier mit Sorge in die Zukunft blicken, in der dann wieder mehr Flüge aus China in Österreich landen werden. Derzeit ist nicht allzu viel los in Hallstatt. Ab März, April hat man uns gesagt, rechnet man wieder mit starkem Besuch, insbesondere aus Asien. Und in der Gemeinde überlegt man sich schon, wie man dem begegnet. Viele, insbesondere gut betuchte ausländische Gäste, wollen uns nicht nur besuchen, sondern auch ein Stück Österreich kaufen. Ein Haus zum Beispiel oder ein Chalet oder ein Apartment. Nora Zoglauer recherchiert seit vielen Jahren zum Thema die Verbauung und Zubetonierung der schönsten Gegenden Österreichs mit abenteuerlichen Großprojekten. Sie hat in Kitzbühel am Wolfgangsee, am Wörthersee, am Attersee, im Ennstal, im Ausseerland gedreht und dokumentiert, wie Immobilienentwickler, und da sagen wir Dehnung der Rechtslage, Luxus-Zweitwohnsitze für Ausländerinnen und Ausländer schaffen. Es wird gebaut in Österreich. Gebaggert wird an Seen und in den Bergen. Dort, wo das Land am schönsten ist, entstehen Villen, Apartments und Chalets für reiche Menschen aus aller Welt.
Doch es formiert sich Widerstand. Wie hier am Passthurn, wo gleich neben einem Naturschutzgebiet Österreichs luxuriösestes Resort entsteht. Und Zerstörung ist Zerstörung. Ich kann es Nachhaltigkeit nennen oder nicht. Ich kann da nachhaltig was hinbauen. Aber der Boden hier ist für den Unterhalt kaputt. Doch nirgendwo sind die Preise so hoch wie am Wörthersee. Wir sind ein Tourismusland und verkommen immer mehr zum Betongoldland. Es ist nur mein Investment, Kärnten. Sehr zukunftsreich schaut es nicht aus. Das Einzige, was Zukunft hat, ist Geld. Chalets direkt an der Skipiste kosten Millionen. Die letzten unbebauten Meter am Wörthersee sind besonders umkämpft. Freut mich, dass ihr heute da so zahlreich wirklich gekommen seid zu diesem Termin, den wir heute haben, wo wir uns einmal diese Sünden und diese Schandmale in unserem Ortsteil Auen anschauen wollen. Und so wird auf Teufel komm raus weitergebaut. In Kärnten sind mittlerweile auch beschauliche Almen im Visier der Investoren. Also für mich ist das wirklich so wie das Amen im Gebet. Da werden Häuser hergestellt, da kommen Investoren, die sichern sich, die bunkern einfach sein Geld, auf Deutsch gesagt. Zweitwohnsitze als Geldanlage. Gewohnt wird hier oft nur wenige Tage. Auch am Hafener See wehren sich die Menschen. Man macht einen riesen Medienwirbel, wenn man so ein kleines Handtuch Seezugang eröffnet. Wenn man aber 13 Hektar irgendwo unter der Hand, unter der Bettdecke verkauft, dann soll da keiner was wissen davon. Die Politik stehe auf Seite der Investoren, lautet der Vorwurf. Der Frust ist groß. Es ist haarsträubend. Da laufen Dinge im Dunkeln, ja, also untereinander. Man ruckt zusammen, 12 Gemeinderäte beschließen das. Ich habe in ganz Österreich Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mit der Kritik konfrontiert. Die Politiker zeigen sich allesamt, wie soll man sagen, uneinsichtig. Also diskutieren nicht. Und wir können auch nicht vom Rotwild lebt der Ort sicher nicht, sondern von den Touristen. Mein Zugang ist, was den Berg betrifft, vorne nützen, hinten schützen. Und das, was wir vorne haben, was wir nützen, müssen wir zum Teil noch ausbauen. Wir brauchen zum Teil die eine oder andere Liftanlage noch und die müssen wir uns auch leisten können. Also es gibt mehr Nebenwohnsitze wie Hauptwohnsitze. Und das sehen Sie nicht als problematisch an? Nein. Ist auch ein großer Wirtschaftsfaktor. Es gibt die Alternative, den Bezirk einzuzäunen, einmal in der Woche mit der Pinzgaubahn durchzufahren und Bananen hinauszuschmeißen. Also man muss auch entwicklungsfähig bleiben. Und im Endeffekt muss ganz klar und deutlich gesagt sein, dass der Wald vermutlich vielleicht weichen muss. Aber Sie haben da einen ganz guten Deal gemacht. Es ist immer so, ein Geschäft ist ein Geschäft. Ich kann als Bürgermeister nicht sagen, ich weiß nichts davon. Jetzt, wenn man denkt, okay, dann kann ich gleich mit da auch mit einigen wenigen Prozenten, aber dann bin ich nicht nur Beifahrer, sondern ich kann mitsprechen. Einer, der mit dem Handeln der politischen Verantwortlichen nicht zufrieden ist, hat ein Lied über die heimische Flächenwidmungskorruption geschrieben. Markus Hinterberger aus Saalbach. Inspiriert von vielen Am Schauplatz-Sendungen ist ein eigener Bürgermeister-Blues entstanden. Auf YouTube hat er damit einen Hit gelandet. Immobilienhäuser, meine besten Freunde, weil die haben alle noch eine gute Provision dabei. Und will der Bauer nicht weichen, ja, dann kann er sich schleichen, weil die Rechtschaffenheit hat die Dreifaltigkeit. Und die heißt in diesem Land Gemeinde Seilbahn und Tourismusverband. Aufgewachsen ist Hinterberger in einer alteingesessenen Hoteliersfamilie. Wir treffen ihn bei einer neuen Luxusimmobilien-Großbaustelle. Hast du Anfeindungen durch deine Lieder bekommen? Jetzt kriege ich eigentlich fast keine Anfeindungen mehr. Ab und zu bei irgendwelchen Feiern gibt es immer wieder mal ein, zwei Einheimische, die rot anlaufen, wenn sie mich sehen. Also du merkst da, sie zucken richtig zusammen. Die Adern drückt sich aus und sie können sich fast nicht am Sessel halten. Aber es polarisiert halt so. Ich bin der Bürgermeister, bin der Widmungsmeister. Wenn du baust, dann komm zu mir. Man muss, glaube ich, die Bürgermeister die Widmungskompetenz entziehen. Weil ich lasse ja auch nicht kleine Kinder mit dem Feuer spielen. Deswegen, glaube ich, ist das wichtig, weil das einfach, die Bürgermeister sind einfach zu sehr mit dem Ort verflechtet. Aber die rote Zone, ja, die ist nicht ohne, für die Holländer schon reserviert. Außer du legst noch was drauf und ich hau da meinen Stempel drauf.
Nora Zoglauer hat nicht nur musisch und literarisch begabte Menschen inspiriert. Sie ist auch zur Anlaufstelle für all jene geworden, die sich der Obrigkeit gegenüber ohnmächtig fühlen und kommt mit dem Beantworten von Mails kaum nach. Typischerweise steht da dann drinnen: Nur weiter so. Wir hoffen, Sie kommen auch zu uns. Auch hier findet ein Ausverkauf der Heimat statt. Nora Zoglauer hat die nächste Reportage schon in Arbeit. Wichtig war uns in 28 Jahren am Schauplatz auch in allen Bundesländern präsent zu sein und dort in Lebenswelten einzutauchen. Manchmal ist man mit dem Bus nur ein paar Stationen gefahren und hat das Gefühl gehabt, in einem anderen Jahrhundert gelandet zu sein. Robert Gordon hat seit dem Jahr 2000 dokumentiert, wie Bauern Knechte beschäftigen. Einen hat er über die Jahre begleitet und jetzt wieder besucht. Auf dem Höfferer Hof bei St. Veit liebt Hannes Truppe, den alle Johnny rufen. Bienen haben auch. Falls ich allergisch bin, soll ich es sagen. Dann gehen wir woanders. Herr Truppe gilt offiziell als beeinträchtigt. Deshalb hat er bis vor kurzem als Knecht weniger Lohn bekommen. Ich weiß nicht warum. Aber mich haben sie als 50% und 50-50, ja. Was aber das ist jetzt anders. Jetzt kriegen sie wieder das volle Zeit, oder? Müssen sie mit dem Chef rein. Ah. Ja. Dass sein Knecht doppelt so viel kostet wie früher, findet der Chef, Hannes Fleischacker, eigentlich nicht gerecht. Der Gesetzgeber hat eigentlich nicht Rücksicht darauf, was eigentlich die Landwirtschaft da leistet, wenn sie solche Personen beschäftigt. Und so ist es jetzt echt die Frage, da wird er halt unfinanzierbar für uns. Seine amtsärztliche Einstufung als Minderleister hatte Hannes Truppe wohl seiner schwierigen Kindheit zu verdanken. Wo die Mutter verstorben ist, waren wir auch noch halb ein Heim. Ach so? Ja, drum in Weihern, in Verkirchen. Ja. Ist der Vater nicht erpackt oder allein? Oder wohl, aber er war berufstätig. Ja, und dann hat er uns rausgeholt von Heim und dann sind wir aber nach St. Veit. Weil er unten bei der Bundesbahn unten auch den Job gekriegt hat. Bei der Feuerwehr ist Hannes Truppe an der Seite seines Chefs Kamerad der Bauern aus dem Bezirk. Was heißt eigentlich die zwei Kekse, was Sie da schon haben? Oberfeuerwehrmann. Oberfeuerwehrmann? Ja, Oberfeuerwehrmann. Was muss man da tun dafür? Alles. Bin ich gerade dabei. In der Früh auf, am Abend spät, viele Stunden. Wenig Lohn. Wollte ich nicht sagen. Ja, wenig Lohn. Landarbeiter ist aussterbender Beruf. Eben, das ist eben auch die Schwierigkeit, dass man da keinen hundertprozentigen kriegt. Dass da eben das Problem ist, man muss ehrlich sagen, die meisten, die am Landwirtschaft arbeiten, sind die Geister ein bisschen beeinträchtigt. Man muss ja konsequent sein als Betriebsführer. Ihm genau vorgeben und du musst ja Hannes echt, er macht das echt sehr perfekt mit Zusammenarbeit mit seinen Menschen, weil es nicht so einfach ist. In der Stadt St. Veit haben wir Manfred Reif besucht. Der ehemalige Knecht wurde von seinem Chef gekündigt, nachdem er 34 Jahre lang auf dessen Hof gedient hatte. Mit Hilfe der Landarbeiterkammer hat er eine eigene Wohnung bekommen. Haben Sie sich das eigentlich immer gewünscht, so eine eigene Wohnung und ja, da wohnen? Da habe ich mir schon gewünscht einmal. Ja? Aber das hätte man mein Leben nicht träumen lassen, dass ich einmal in der Stadt wohnen. Wieso? Ja, weil ich war so lange Jahre dort beim Bauer. Gell? Mit 17 ist er auf den Hof gekommen. Weil er früher an Epilepsie gelitten hat, galt er als behindert. Ich habe nur die Hälfte gezurückgekriegt. Aber haben Sie wirklich nur die Hälfte gearbeitet? Ja, gearbeitet als Doppelte. Mit mir ist Manfred Reif noch einmal auf den Goderhof zurückgekehrt. In seine alte Kammer über dem Schweinestall. Da war mein Domizil, da habe ich geschlafen. Ich würde schon gerne eine Familie haben, gell, aber leider. Das hat sich nie ergeben. Ich habe immer geglaubt, ich kann sonst nichts anderes. Gell. Und dabei in Wirklichkeit hätte ich besonders stark können machen. Rudolf Dörflinger hat mich vor 12 Jahren mit Manfred Reif bekannt gemacht. Als Kammeramtsdirektor war er für die Landarbeiter zuständig. Herr Reif ist schon seit meinem ersten Besuch in Pension. Jetzt kriege ich mehr, als ich früher verdient habe. Okay, mehr Pension als verdient hast. Echt?
Ja, das ist natürlich schon schön, ne? Ja. Da kann man sich ein bisschen was leisten, ne? Ja. Ich meine, ich bin ja kein Verbraucher, gell? Ja. Aber so im Großen und Ganzen geht es mir relativ gut. Johnny Truppe wohnt immer noch bei Familie Fleischhacker. Bei der Feuerwehr sind Sie noch? Ja, jetzt bin ich mit den drei Sternen fertig. Ah, verstehe. Ja. Das heißt, wie heißt das? Hauptfeuerwehrmann. Das heißt Hauptfeuerwehrmann, ja. Am Höfererhof gibt es jetzt einen jungen Bauern. Auf Andreas hat Johnny schon als Kind aufgepasst. Also er gehört eigentlich für mich schon immer daher. Und ja, da gibt es eigentlich nicht viel zum Sagen. Wir haben ein sehr gutes, ein freundschaftliches Verhältnis auch. Und daher ist das eigentlich, also er tat mir immer nicht alles. Auf vielen Höfen hier in Kärnten war das Beschäftigungsmodell, das als behindert eingestufte Landarbeiter finanziell benachteiligt hat, lange Zeit gängige Praxis, obwohl es gegen das Behinderteneinstellungsgesetz verstoßen hat. Heute ist es Geschichte. Auch dank unserer Reportagen, die zum Teil unglaublichen Zustände aufgedeckt haben. Im Fall eines anderen Knechtes hat Robert Gordon sogar ins Geschehen eingegriffen. Max ist in der Obersteiermark von seinen Bauern jahrzehntelang wie ein Leibeigener gehalten und sogar geschlagen worden. Und nachdem die Sache am Schauplatz öffentlich geworden ist, wurde der Bauer zu einer Haftstrafe verurteilt und Max lebt jetzt in einer kleinen Wohnung, bezieht eine kleine Rente und ist zufrieden. Soziales war am Schauplatz immer ein wichtiger Themenschwerpunkt, am Land und in der Stadt. Und so waren wir auch in sehr vielen Gemeindebauten und haben dort Ungerechtigkeiten, Lebensgeschichten und Konflikte im Zusammenleben dokumentiert. Und Kim Kadletz hat dort einen Mann kennengelernt, der in Eigenregie für Recht und Ordnung gesorgt hat. Im Jahr 2013 begleiten wir Hausbesorger Walter Teibel bei der Arbeit. Ich habe heute Vormittag da den Weg gereinigt. Von Essen auf Rädern habe ich schon gehört, vom fliegenden Nullen noch nicht oft was. Aber man sieht, es gibt bei uns alles. Und wo kommen die Nudeln her? Ja, irgendjemand hat wahrscheinlich nicht essen wollen. Ob das jetzt ein Kind war oder eine Person, der es nicht geschmeckt hat, weiß ich nicht. Herr Teibel wird auch Sheriff genannt. Ihr sollt draußen auf eure Freunde warten und nicht im Stiegenhaus. Auch wenn du hier wohnst. In dem Gemeindebau im 22. Wiener Gemeindebezirk gibt es im Jahr 2013 immer wieder Beschwerden über Kinder und Jugendliche. Jetzt hätte mich bald einer mit dem Drehtaler zusammengeführt. Ja? Wer zahlt das, wenn ich jetzt zum Beispiel ins Spital muss? Was ist, wenn die Knierscheibe kaputt ist, wenn man da reinfällt? Ja? Es kommen ja nicht nur unsere Kinder, es kommen ja die anderen Kinder auch her. Weil der sagt, ja, bei uns ist das Leiber, da haben wir eine Schaukel, da haben wir einen Rutschend, da haben wir einen Wasserspielplatz, da haben wir das, da haben wir das und auf einmal haben wir da 70, 80, 100 Kinder. Unter den Mietern kursiert ein Video, das den Kinderspielplatz am Abend zeigt. Und bei einem Frühaufsteher wie mir, zwar berufsbedingt, macht das natürlich keinen Spaß. Wenn er bis um 22, 23 oft noch länger diese Geräuschkulisse im Hof stattfindet. Das ganze Problem wird zum Lösen, in dem Moment, wo man die Schaukel wegnimmt. Die Schaukel ist das ganze Übel. Weil auf der Nestschaukel immer mehrere Kinder gleichzeitig sind, würde sie besonders zu Geräuschaktivität anstiften. Der Hausbesorger versucht zu schlichten. Wie viel sollte da maximal drauf sein? Vier? Nein, nein. Zwei bis drei Kinder maximal. Doch der Konflikt droht zu eskalieren. Sagen Sie Ihnen einmal was, wissen Sie was? Diesen haben Sie. Na komm her, na komm her. Na komm her, ihr seid nur alle Bursche und jetzt könnt ihr alle den Backen aufreißen, wenn ihr mehr seid. Einer alleine hat diesen. Was ist das? Ja, was ist das? 10 Jahre später. Ich treffe den mittlerweile pensionierten Hausbesorger Walter Teibel wieder. Er ist vor 5 Jahren nach Niederösterreich gezogen. Nein, ich wüsste nicht, was ich vermissen soll, weil ich mein, wenn du in der Pension bist, geht's dir gut. Die Schaukel gibt es noch, sie blieb ein Übel, hören wir. Ja,
Jetzt ist es in einer kleineren Form, vielleicht ist es ein kleineres Übel. Das war ja für größere Schaukel. Jetzt soll ich angeblich nur mehr ein Kind drauf sitzen dürfen. Herr Teibel kennt immer noch viele Bewohnerinnen hier. Grüße, Frau Eder. Frau Eder, die Dame kenne ich auch. Im Jahr 2013 hatte sie sich über die fehlende Ordnung im Gemeindebau beschwert. Sie sehen ja die Bänke, wie die ausschauen. Die wurden ja rausgerissen von der Verankerung und alles nur zerstört. Sie kann sich nur an eine gute Phase in den letzten 10 Jahren erinnern. Der Lockdown war schlimm, ja. Aber den habe ich am liebsten gehabt, weil da habe ich meine Ruhe gehabt. Da war kein Mensch da. Und genau, ich wohne im ersten Stock vor meinen Fenstern. Ne? Und seitdem wir die Rollläden machen habe lassen, ist auch besser, weil der Lärm nicht so durchgeht. Aber mehr Hunde sind schon wieder da. Entweder keifen die Hunde dauernd, das finde ich auch nicht richtig. Doch Thema Nummer 1 bleibt das laute Verhalten der Jugend. Wenngleich es sich heute schon wieder um eine neue Generation Kinder handle. Fuhren die Eifurt, da haben die Schroppen von außen Gartspulzen hingeschossen. Die Kinder, oder was? Ja. Jetzt hat sie beim Aufrollen hat sie das auch auf die Innenseiten aufgepickt. Und heute, wenn du den Pech hast und das gefriert und das biegt zusammen, haben wir wieder ein hinniges Garagentor. Ne? Doch nach der Sendung habe sich eine Sache verbessert. Außerhalb der Wohnanlage, zwischen zwei mehrspurigen Straßen, wurde ein Fußballkäfig errichtet. Den Kinderlärm höre man hier weniger. Es ist sicher eine Erleichterung für den Hof und dass dort drinnen nicht Fußball gespielt wurde. Ja. Aber ja, Verkehrslärm, Abgase etc. Und dazwischen lassen wir die Kinder Fußball spielen. Es hat alles immer zwei Seiten. Wenn die Leute hier schaukeln, kommt es immer zu Streit. Da streiten sehr viele Leute wegen dieser Schaukel. Wirklich jetzt. Die Schaukel ist das ganze Übel. Wenn die Leute hier schaukeln, kommt es immer zu Streit. Entweder du oder erst die Schaukel. Die Schaukel ist sogar einmal abgebrochen worden. Die Schaukel ist das. Der nächste Musiker, der von Am Schauplatz inspiriert worden ist. Kurt Razzelli hat uns mit der Schaukel auch auf YouTube bekannt gemacht. Es sind übrigens oft nur kurze Sätze, Wortfolgen, eigenartige Szenen, die im kollektiven Gedächtnis der Redaktion nach 1000 Sendungen in Erinnerung geblieben sind. Szenen am Fußballplatz zum Beispiel. Ich habe ein Auto, Rauschkugel, du! Na, fahr vor, du! Hast du einen Mundl gewirren? Ist er der Mundl verwirren? Na ja, na, kann er nicht sein! Na, was willst du? Gib das in den Ohren! Der Schiedsrichter, wie schätzen Sie den ein? Ist der okay? Na, ist ein Arschloch. Verzeihung, die Dame. Sie haben gerade eine Verunreinigung begangen. Der Hund hat gerade groß dahin gemacht, Sie haben das nicht aufgehoben. Das ist eine Straftat. Entschuldigung, haben wir keine anderen Probleme? Nichts? Haben wir keine anderen Probleme mehr? Super. Schauen Sie mal rein, da, wie viel da liegt. Das ist ja nicht wirklich. Also mich stört das überhaupt nicht. Es ist eine Verunreinigung, die Leute beschweren sich darüber. Das geht nicht. Ich nehme meine zwei Hunde. Geh da oben, lass dich da scheißen und ich zahle 72 Euro. Ich zahle ihn als kleinen Fuhr hinein. Das ist ja wie nur Stress machen. Mach ein Foto. Dann muss ich wohl eh nicht. He? Geh bitte scheiß endlich! Und weil wir gerade bei starken Emotionen sind, die Liebe, die Leidenschaft, die Sexualität, die haben bei uns zwar immer eine Rolle gespielt, aber keine überragende. Aber immerhin, lange bevor andere Serien daraus gemacht haben, haben wir schon dokumentiert, wie schwer sich Bauern gelegentlich tun, Frauen zu finden und wie das ist, wenn Teenager Mütter werden. Spezialistin für solche Themen ist bei uns Tiva Marchetti.
ausgebildete Psychotherapeutin, die lange in Kenia gelebt hat. Und was ihr dort aufgefallen ist, was sie dort beobachtet hat, hat sie zu erfolgreichen Reportagen gemacht. Wie nämlich ältere Damen aus Europa nach Afrika fliegen, um dort einen Partner zu finden. Wer in Wien schwächert ins Flugzeug steigt, ist rund 13 Stunden später an der Küste Kenias in Diani Beach. Im Winter ist an diesem kilometerlangen Traumstrand Hochsaison. Hallo! Jambo, jambo! Jambo! Habari, how are you? Oh, fine, thank you. Weil ich kann auch ein bisschen Deutsch sprechen. Wirklich? Ja. Und seit wann angekommen? Touristen sind willkommen. Sie bringen Geld in das afrikanische Land, in dem es viel Armut gibt. Weiße Frauen sind für die jungen Männer hier besonders interessant. Da spielt das Alter keine Rolle. Mein Traum ist, eine weiße Frau haben. So kann ich in Europa zusammenleben, so kann ich dort arbeiten, ja. Silke, Ex-Polizistin aus Frankfurt, verbringt viel Zeit in Diani Beach. Hier hat sie sich auch verliebt. Damit ihr Nasoro ein Visum für Deutschland bekommt, hat sie ihn geheiratet. Das ist das Hochzeitsfoto im Standesamt von Mombasa. Nasoro war jahrelang ihr Traummann, schwärmt Silke. Aber die Probleme sind dann entstanden, wie die 3 Jahre rum waren, wo der Ausländer seinen eigenen Aufenthalt bekommt. Das heißt, dann sind sie frei von ihm. Und da fingen die Probleme an. Die Österreicherin Kerstin ist vor mittlerweile 10 Jahren nach Kenia ausgewandert. Ihr Geld verdient sie mit Safaris, die sie Europäern anbietet. Bei Davies hofft sie auf die wahre Liebe. Sehr viele sehen uns Weiße als Business. Es ist halt wirklich nur als quasi Geldgeber, ne? Und ich tue, was ich will, und das ist oft jahrelange Verarschung bei vielen. Die beiden reisen nach Österreich. Für Davies ist es der erste Flug seines Lebens. Kerstin stellt ihn der ganzen Familie vor. Was für einen Eindruck macht ihr? Ja, das ist alles so magisch, gell? Das ist alles so komisch und ja, neu für mich, aber super, ja. Wie er so spricht, immer ganz begeistert. Servus. Hallo. David? No. David, ja. Ja, David. Könnten Sie sich einen Urenkel vorstellen von der Kerstin, ja, und dem Baby? Ja, das möchte ich schon, weil die sind recht lieb. Wie sind die? Ja, weil sie so schwarz sind und so. Mir gefallen die so gut, die Mischlingskinder. Die sind schon was lieb. Oh ja, da freut er mich schon. Es kommt alles anders. Die Beziehung zerbricht. Kerstin lernt Levi kennen, einen fleißigen Pastorensohn. Es wird bald ernst zwischen den beiden. Nicht groß Tränen ausbruchen, um Gottes Willen. Ich habe einfach gesagt, ja, und bin Ring genommen. Es war wirklich aufregend. Diesen Abend werde ich nie vergessen. Verlobt sind die beiden schon. Und es gibt eine weitere Überraschung, die Kerstin ihrer Großtante in Niederösterreich überbringt. Du weißt, das Nächste noch gar nicht. Ein Baby kriegen wir. Das auch noch. Das auch noch. Na, danke. Na, danke. Die sitzt dann nächstes Jahr bei euch herum. Kerstins Mama Inge hingegen ist begeistert, bald Oma zu werden. Bevor es soweit ist, wird noch geheiratet. Sechs Jahre sind seitdem vergangen. Was ist seitdem passiert in deinem Leben? Oh mein Gott, sehr viel. Die Alina ist dann ja zur Welt gekommen. Die ist mittlerweile bald 6 Jahre alt. Hallo. Mittlerweile natürlich den kleinen Levi hier als zweites Highlight. Kleinen Sohn mit jetzt 9 Monaten bald. Und wir sind mitten am Häusle bauen. Also es geht rund für uns. Wie ist denn eure Beziehung? Wie hat sich denn das entwickelt? Wie ist sie heute? Ja, nach wie vor sind wir natürlich verheiratet und zusammen, haben unsere 2 Schätzchen hier, arbeiten beide sehr viel. Kerstin organisiert Safaris. Levi hat eine kleine Bar am Strand, in der auch nachts viel zu tun ist. Da haben wir natürlich ein bisschen Knatsch gehabt. Ich habe gesagt, du, wir haben jetzt 2 Kinder, beziehungsweise wie ich noch schwanger war. Ich will das nicht und du musst mit dem Papp was machen. Und jetzt hat er das Papp so gut wie, ich sag mal, unter Management gestellt. So gibt es gemeinsame Abende und auch manchmal einen Urlaub.
Die beiden Kinder sind der ganze Stolz der Familie. Der Levi kümmert sich, der liebt die beiden abgöttisch. Und ja, sobald er daheim ist, kriegt er die zwei und Abmarsch. Mama braucht Ruhe. So wie jetzt alles ist, bin ich glücklich. Ja. Aber ich bin momentan mit dem Popo auf 10 Kirtagen, sagt man in Österreich. Ne? Zurück in Kerstins alter Heimat in Niederösterreich. An einem Ort, der mich daran erinnert, dass nicht alle unsere Geschichten immer gut ausgehen. Manchmal fühlen sich Personen von uns nicht korrekt dargestellt, auch wenn wir uns immer um Objektivität bemühen. Auffällig oft geklagt haben übrigens Immobilieninvestoren, die in die Kritik geraten sind. Und da hatten wir mitunter den Eindruck, die klagen, egal wie der Bericht ausschaut. Und die Botschaft an uns ist, das wird euch viel Zeit, viel Geld und viele Nerven kosten. Überlegt euch sehr gut, ob ihr noch einmal einen Film über uns macht. Eine Taktik, die übrigens nie funktioniert hat. Die heikelste Geschichte war zweifelsohne eine Reportage über den rechten Rand in Österreich. Ed Moschitz hat dafür hier in Wiener Neustadt am Hauptplatz bei einer Veranstaltung der FPÖ gedreht. Und die Folge waren 7 Jahre bei Gericht. In einem Gemeindebau in Wien-Meidling traf ich 2010 zufällig auf einen damals 18-jährigen Neonazi. Das ist ja geil. Da glaubt man gar nicht, was der für eine Kraft hat. Philipp wollte seinen Kampfhund scharf machen. Na, normal ist das nicht. Was ist denn heute noch mal? Na, du bist schimpfen. Und du auch nicht. Genügt dir nicht ein paar Todesfälle? Genügt dir nicht, wenn die Zahl bissen wird? Wer passt nicht? Passt einer nicht auf? Wer passt nicht auf? Hat er einen Beiß gehabt? Braucht er einen? Ja, er braucht er. Scheiß dir auf. Na, da, wiederum einmal. Philipp hatte mich damals bereitwillig eingeführt in die Welt derer, die Adolf Hitler und seine verbotene Ideologie verehren. Heute gibt's nichts mehr, wo man sich dran festhalten kann. Wo soll ich mich festhalten? An was? Beim AMS? Die, wo es mir keine Arbeit gibt? Sein Idol in der damals aktuellen politischen Landschaft, FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache, von dem er schon mehrere Wahlkampfauftritte besucht hatte. Freiheitliche Demokraten, wer sich nicht integrieren will, für den habe ich ein Reiseziel, ob in die Heimat, guten Flug, den Arbeitslosen haben wir selbst gemacht. Nachdem der gesagt hatte, was Philipp und seine Freunde hören wollten, nutzten sie die Gelegenheit für ein Autogramm. Was steht denn da? H.E. Strache. Heinrich Strache, H.E. Abkürzung. Just in dem Moment wollte Strache aber Heil Hitler gehört haben und machte mich dafür verantwortlich. Ja, ich auch. Ich habe drei Provokateure aufgestellt, hat, die ja, richtig. Ganz bewusst etwas Neonazistisches gesagt haben. Ja, ja. Und der schon vorher hier provoziert hat und offenbar hier bestellte Leute hergestellt hat mit Heil Hitler. Bitte den Herrn bitte mit was unterstellen Sie mir? Wir haben alle das gleiche Bild. Philipp hat doch nur Heinrich Strache gesagt. Doch das hinderte den FPÖ-Chef nicht daran, mich wegen Anstiftung zur nationalsozialistischen Wiederbetätigung anzuzeigen. Das ist nämlich ungeheuerlich, was Sie hier. Das ist ungeheuerlich. Was ich glaube, ich richtig gehört habe. Ja, nämlich irgendwas in der Richtung, was nämlich eindeutig neonazistisch war. Und das hat genau dem entsprochen. Nein, ich unterstelle Ihnen, dass Sie hier etwas provoziert haben. Ich unterstelle Ihnen, was ich beobachtet habe. Bei der Polizei wollten die FPÖ-Mitarbeiter aber nicht mehr Heil Hitler, sondern einen Sieg-Heil-Ruf gehört haben. Auch der Parteichef korrigierte seine Wahrnehmung. Wir haben den FPÖ-Chef wegen falscher Zeugenaussage angezeigt und nach Medienrecht Klage wegen übler Nachrede eingebracht. Weil kein Nazisager auf der Filmkassette zu hören war, behauptete die FPÖ, dass ich das Band manipuliert hätte. Das war selbst Philipp zu viel. Er beschimpfte sein damaliges Idol vor dem Richter. Ein ungewöhnliches Medienecho war die Folge. Doch die Gegenseite blieb bei ihrer Darstellung und ich musste erkennen, dass es schwierig war, ob der ständig neuen Vorwürfe bei Gericht ein rasches Urteil zu erlangen. Da waren 6 Staatsanwälte am Werk. Man hat sich da im 6-Monats-Rhythmus sozusagen den Fall weitergespielt. Mir wäre wesentlich lieber, wenn man mal genauer hinschaut, denn es könnte ja immerhin sein, dass der Herr Strache nicht die Wahrheit sagt. Ermittlungen und Einsprüche haben die Verfahren bis zu 7 Jahre in die Länge gezogen. Doch Herr Strache und die FPÖ wurden mehrfach verurteilt. Sie mussten Schadenersatz leisten und sämtliche Anwalts-, Gerichts- und Gutachterkosten übernehmen. Der damals 18-jährige Philipp aus dem Gemeindebau ist 30 Jahre alt geworden. Servus, Achmed. Servus, alles klar. Alles klar, prima.
Seine schwierige Kindheit und der fehlende Vater hätten ihm den Einstieg in sein Leben gehörig verpatzt. Rechtsextremismus und Hitlerkult waren aber keine Lösung. Diese rechte Gesinnung hat mein halbes Leben zerstört. Früher oder später fühlst du ja auch was. Und es ist nicht schön, wenn Menschen zugrunde gehen. Wer will schon gern Massenmörder sein? Ich nicht. Mein Weg war halt so. Und jetzt, ich bereue das alles. Richtig gut ist das alles für keinen der Beteiligten ausgegangen. Die Geschichte rund um Österreichs rechtsextreme Szene und ihr politisches und juristisches Nachspiel hat auch unseren Reporter geprägt. Und obwohl sich alle Vorwürfe gegen ihn als haltlos erwiesen haben, die jahrelangen Ermittlungen und Prozesse waren eine extreme Belastung für Ed Moschitz, weil seine Reputation auf dem Spiel gestanden ist. Aber er geht nach wie vor dorthin, wo es auch unangenehm sein kann. Das gilt auch für Beate Haselmeier. Sie beschäftigt sich seit 2008 mit den Bettlern in Wien. Begonnen hat alles mit der Frage, ist das eine Mafia, die Kinder zum Betteln in die U-Bahn geschickt hat? Oder helfen die Kinder ihren Familien in Bulgarien und Rumänien zu überleben? Vor 15 Jahren lernen wir in der Wiener U-Bahn Robert, Claudio und Aurica kennen, drei Bettelkinder aus Rumänien. Das geht Tag für Tag so. Da hätten sie einmal erlauben. Normalerweise sitzt die Mutter oder irgendwer andere noch bei der Früh. Und was passiert mit dem Geld, was die Kinder verdienen? Ja, ich glaube nicht, dass einer bleibt. Die Kinder erzählen uns, dass sie seit 2 Monaten in Wien sind. 2,5 Euro habe ich. Leider das. Und du? Schon du? Nimm ich? Nichts. Wem gebt ihr das Geld? Das Geld? Ja, wem gebt ihr es? Den Eltern. Sagen euch die Eltern, wie viel ihr jeden Tag verdienen müsst? Nein, wie viel es halt ist. Wenn sie sagen, wir müssen 50 verdienen, wie sollen wir das machen? So was sagen sie nicht. In einer Notschlafstelle bekommen wir ganz andere Geschichten zu hören. Ein Mann behauptet, Opfer der Bettlermafia zu sein. Ich bin jetzt seit 1,5 Monaten hier. Und ich glaube, ich habe sicherlich 5.000 bis 6.000 Euro verdient. Aber ich habe nur etwas zu essen und Wasser bekommen. Ich hatte einen Zigarettenpackerl und kaufte hier und da ein paar Bierdosen und etwas zu essen. Ich habe sehr viel für die Unterkunft bezahlt. Vor 8 Jahren besuchen wir ein Bettlerquartier in Wien-Simmering. Hier sollen bis zu 60 Menschen untergebracht sein und für ein Zimmer 600 Euro im Monat bezahlen. Ist das Ihre Wohnung hier? Können wir da mal schauen? Es gibt gar kein Licht. Jetzt können wir das Zimmer nicht mehr zahlen. Wir haben kein Geld mehr und müssen wieder zurück nach Rumänien. Nachbarinnen haben uns nach einem Vorfall mit einem 17-jährigen Mädchen angerufen. Die hat nur geschrien, sie will nicht am Strich gehen. Und die anderen Männer sind ihr nachgelaufen. Eben unser hat das gedolmetscht, dann der eine Nachbar. Und die sind ihr nachgelaufen und haben es wirklich, war dann eigentlich geschlagen, ja. Und der Nachbar ist dazu gekommen, der andere Nachbar. Jetzt haben sie da ein bisschen eingegriffen. Und die Polizei ist dann auch gerufen worden. Und dann wisst ihr dann von der Polizei. Die sind aber wieder weitergefahren, ja, weil sie nicht zuständig waren für den 11. Bezirk. Heute steht hier ein neues Haus. Wir hören uns vor ein paar Wochen wieder in der Nachbarschaft um. Ist 2014 ist es jetzt dann, ne? Die Zeit vergeht jetzt dann, wie lang das schon ist. Na, ist das schon schön angepasst an unsere Fassade da? Ziemlich angenehme Nachbarn. Sie sind weg von der ganzen ORF-Team und dann sind die Leute auch gleich weggekommen. Mit verschiedenen Organisationen. Mit Busse. Und das war aber auch eingeteilt. Wie gesagt, das muss organisiert gewesen sein von den Herren, die was das eh da übergehabt haben. Ne?
Die Anrainer erzählen, dass sie die Missstände in dem Haus regelmäßig den Behörden gemeldet haben, ohne Erfolg. Sie waren zwar manches Mal da, haben da durchgeschaut, die Polizei, und dann sind sie wieder gefahren. Es hat sich einfach nichts getan. Und dann hat es mir gereicht, dann habe ich mich in OEF verständigt. Und siehe da, auf einmal ist das innerhalb von einem Tag ist das leer gewesen, sind alle weg gewesen. Vor 15 Jahren wollten wir wissen, was aus dem Bettelkind Robert geworden ist, und sind nach Rumänien gefahren. Das Haus von Roberts Mutter und seinem Stiefvater zählt zu den ärmlichsten im Dorf. Hier schlafe ich mit meinen Geschwistern. Mit Florina, Maralina, Mari, Andrea und Jasmina. Und dort schlafen Mama und Papa. Die Familie gehört zur Volksgruppe der Roma. Sie haben begonnen, ein größeres Haus zu bauen. Doch dann ist ihnen das Geld ausgegangen. Wie kam es dazu, dass Sie Robert nach Wien geschickt haben? Auf die Verantwortung von meiner Cousine Giorgetta. Wir hatten kein Vertrauen, ihn einfach so weggehen zu lassen. Aber er wollte selbst auch weg. Ein bisschen spazieren. Er wollte ein bisschen Geld verdienen, damit wir uns helfen können. Die meisten im Dorf waren schon einmal in Wien als Bettler oder als Straßenmusiker. Und manche haben da offenbar ganz gut verdient. Du hast gesagt, dass du nicht so viel Geld mit nach Hause gebracht hast. Ja. Warum nicht? Weil ich nicht so viel verdient habe. Und musstest du auch jemand anderem einen Teil deines Geldes abgeben? Nein. Diese Reportage von Beate Haselmeier ist übrigens von 750.000 Menschen in sozialen Medien angesehen worden. Hinschauen, wo andere wegschauen. Das ist ein Grundsatz, der uns jetzt fast 28 Jahre begleitet. Immer in der Hoffnung, dass man dadurch, dass man etwas öffentlich macht, Verantwortungsträger aufrütteln, vielleicht zu Verbesserungen, Veränderungen beitragen kann. Und Am Schauplatz ist mittlerweile auch zu einer der meist ausgezeichneten Sendungen des ORF geworden. Etwas, das nur mit Reporterinnen und Reportern gelingen kann, die allesamt zu den Besten im Land gehören. Klaus. Hi. Ja, die 23% gestern wurden erstaunlich. Das hätte ich eigentlich angesichts der Konkurrenz nicht für möglich gehalten. Das war richtig für die sozialen Märkte. Das war unsere tausendste Sendung Am Schauplatz. Schön, dass Sie dabei waren. Und falls Sie noch nicht genug haben, dann habe ich noch etwas für Sie. Die lange Nacht Am Schauplatz mit 10 ausgewählten Sendungen aus unserer langen Geschichte. Heute Nacht ab 0:05 Uhr ORF 2.